Deine Mama ist richtig stolz auf dich. Du hast es geschafft, du hast es zu was gebracht in deinem Leben. Olsha heißt die Stadt. Ich weiß nicht, ob es die vorher gab. Es gab eine ähnliche. Diese, ich kann es nicht sagen. Olsha. Sieht ziemlich klein aus. Ich wüsste nicht wo. Ich wüsste nicht, wo die Stadt ist. Ich glaube, die ist auch neu dazugekommen. Olsha. Ich hoffe nicht, dass jetzt wieder Leute sagen, du bist so dumm, die Stadt gab's schon. Ich weiß es ehrlich nicht. Vielleicht ist... Nee, ich glaube nur ein paar Städte sind neu dazugekommen. Ich glaube nicht, dass jetzt eine komplett neue Map da ist. Das wäre Quatsch. So. Ja, und das ist meine Meinung zur Standalone so. Und dieses H1Z1, also wirklich, ich habe das Video gesehen vom Entwicklerteam. Die schießen auf die Zombies, batz, klappen sofort um. Die sind sofort umgekippt, so wie das sein sollte. Das Movement ist flüssig, Charaktere laufen flüssig, die ganzen Sachen funktionieren. Das heißt also, wenn man irgendwas benutzt, es funktioniert einfach. Und das ist das, was bei der Standalone fehlt. Standalone wird einfach reingequetscht. Der Dean Hall hat gesagt, ja, es kommen Autos, es kommen Helikopter, es kommt dies, alles funktioniert, das, Server, dies, das. Und was ist? Die Zombies können dann nicht mal in einem Haus rumlaufen, die glitschen sich durch das Haus durch. Aber der kündigt weiter an. Ende des Jahres kommen Autos, Helikopter, es kommen neue Maps, es kommt dies, es kommt das. Aber wie denn? Was soll denn da kommen, wenn nicht mal die Zombies funktionieren? Es kann einfach gar nichts kommen. Ich meine, okay, jetzt wenn die einen sagen, du machst die ganze Zeit Daisy Standalone runter. Mag sein, aber ich vergleiche das alles mit der Mod. Ich weiß, dass das eine Alpha ist. Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe bei einem Kauf. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich bin am Nordost-Airfield. Olsha ist nämlich am Nordost-Airfield. Das weiß ich. Olsha ist am Nordost-Airfield. Dann gibt es die Stadt doch. Aber diese neue Stadt, die ich eben gesehen habe, die gab es nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil den Turm erkenne ich. Diese Bergreihe erkenne ich. Da vorne ist dieser Pre-Sniper-Berg für Nordost-Airfield. Ich wüsste nicht, dass man so weit im Osten spawnen kann. Finde ich eine gute Änderung. Also nicht nur, dass es eine neue Stadt gibt, sondern auch, dass man ein bisschen weiter im Osten spawnt. Das ist zum Beispiel was Gutes bei der Daisy Standalone. Aber ich meine, Dean Hall hätte auch eigentlich damit rechnen können, dass die Community nicht so toll oder so überrascht sein wird über das Spiel oder sich so erfreut über das Spiel sein wird. Weil die, wenn man überlegt, es ist ja bisher nur weniger dazugekommen. Okay, die Grafik ist neu, ein paar Sachen sind dazugekommen, aber das meiste, was die Mod hatte, das gibt's hier noch nicht. Und das ist ja dieselbe Map, wenn die wenigstens eine neue Map gemacht hätten. Ja, da vorne ist was eher viel. Okay, Olsha gab es schon. Deswegen, ich war mir nicht unsicher. Ich war mir ziemlich sicher, dass irgendwas mit Olsha da oben in der Nähe ist. Aber ich dachte, das hieß anders. Ja, aber zurück zum Thema. Oh. Ich sehe da vorne einen Zombie. Jetzt bin ich gespannt. Was meint ihr? Werde ich erschossen oder werde ich nicht erschossen? Ich weiß gar nicht, lohnt es sich mit der Axt zu kämpfen? Habt ihr schon mal jemanden mit der Axt getötet? Jetzt natürlich in einem Duell gegen Messer, gegen Waffen. Ihr hört selbst die Soundbugs sind noch da. Okay, das ging sogar schneller als geplant. Eigentlich war mein Plan ja, eigentlich war mein Plan, erst aufnehmen, wenn ich so im Norden angekommen bin. Dann habe ich aber per Zufall, bin ich an dieser neuen Stadt gespawnt. Dann habe ich mir gedacht, okay, kannst du nicht bringen. Wenn was Neues da ist, musst du das zeigen, das musst du den Leuten zeigen. Also deswegen habe ich das jetzt gemacht. So, jetzt gucken wir, ob wir hier was Schönes finden. Naja. Dann kommt noch zusätzlich dazu.
Ich überlege, da sehe ich da jemanden. Ich sehe einen Zombie, aber keinen Spieler, okay. Wie gefährlich ist das einfach quer übers Airfield zu laufen? Ich weiß, dass man inzwischen ziemlich schnell umkippt. Hier, die Türen sind noch zu. Alles ist zu. Also könnte sein. Oh, da ist ein Dingsblatt. So für Bloodpack, so ein Teil. Celine Pack, oder? Heißen die? Ich habe keine Tasche. Ich nehme es aber trotzdem mit. Nein, ich kann es nicht mitnehmen. Ich gucke erstmal oben, ob ich eine Tasche finde. Das ist ja dieses Backhaus, wo man nicht rein kann. Hier ist auch nichts Tolles, oder? Da oben ist ein Screen Kit. Hier ist eine Munition. Nehmen wir mal mit. Was soll's? Wenn wir sterben, dann haben wir wenigstens Munition gefunden. Hier ist überall Munition und ich habe keine Tasche. Bitte lass sie. Ja, voll. Okay, hier war schon jemand. Ich behaupte, hier war schon jemand. Ganz einfach. Weil die Sachen. Na, diesen Badly Damage, dann lassen wir das da. Eine neue Waffe. Amphibia S. Geil. Noch nie gesehen. Test nochmal. So, trinken im Raum mit. Das doesn't fit hier, ja. War ja klar, dass es dann nicht passt. Oh, da haben wir ein Magazin nachgeladen. Ein Magazin hat also doch reingepasst. Standardmagazin haben wir gefunden. Oh, ein 40er sogar. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Da ist einer. Da habt ihr einen gehört. Oh, da war der in der Wand. Habt ihr das gesehen? Da war der einer in der Wand. Hä? Ernsthaft? Die loggen sich hier in der Wand aus, oder was? Loggt er sich ernsthaft in der Wand aus? Ich laufe hier weg. Ist das ekelhaft, Mann. Ist das ekelhaft. Die loggen sich in der Wand aus. Was für Schweine. Report. Right, fix this, please. Ich hoffe, ich finde hier eine dicke Waffe. Das muss ich mir überlegen. Empty. The weapon is full. Ist das ein Schwein? Ein 60er Magazin. Seht ihr hier irgendwo draußen eine Waffe? Ich nehme einfach mal alles mit und dann werde ich hier weglaufen, weil ich habe keine Lust gegen so fucking Glitcher zu kämpfen. Das ist noch so viel. Was für Schweine. Was für Schweine. Kann ich gerade nicht. Wieso kann ich nicht in mein Menü?
Ist ein bisschen laggy gerade. Ich komme auf jeden Fall nicht in ein Item-Menü rein. Doch, jetzt hat es geklappt. So, machen wir mal empty. Das müsste die Ammo sein. Jawohl, das hat geklappt. Einladen. Long Rifle, ja. Also das ist ernsthaft das Schlechteste, was man machen kann. Wenn ihr solche Leute seht, keine Ahnung. Ich sag dazu nichts. Wie kann man so ein fucking Retard sein? In der Wand auszuloggen. Mit einer dicken Waffe, mit einer richtig dicken Waffe noch. Dann hat er uns versucht, noch so rauszuglitschen. Weil ich weiß, dass er aus der Wand glitscht, das weil ich noch damals wirklich das Spiel ein paar Mal gespielt habe. Bin ich selber aus Versehen mal in so eine Wand rein. Also ich bin gegen die Wand reingelaufen und war ich auf einmal in der Wand. Aber ich habe einmal zu zweit gezockt. Und für meinen Kollegen, der hat das dann natürlich auch gemacht, weil wir wollten testen, was da passiert. Und, Moment, was haben wir hier? Mal so ein unauffälliges Backpack. Wir suchen mal eben hier. Hier ist ein Visier. Oh, ein schönes. Ich glaube, das ist so ein Sniper-Visier oder so. Lass mich nicht liegen. Auf jeden Fall ist das ein Visier. Das wissen wir. So. Und für den anderen Mitspieler sah es dann immer so aus, wenn er gegen die Wand gelaufen ist. Dann sah das genauso aus, wie der eben, dass er rausläuft, sozusagen. Und das ist das Ehrenloseste, was man überhaupt machen kann. Also wie kann man so ehrenlos sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht reporten, bannen, alles. 9mm Rounds. Das für die M9. Da ist eine Waffe für uns gespawnt. Ja, okay. Da hat der Cheater uns erwischt. Was heißt Cheater? Bug-User. War man nicht schnell genug. Aber... Jo, Respekt an dich. Hast dich geschafft, in eine Wand zu glitschen. Hast geschafft, dich da raus zu glitschen. Hast geschafft, mich aus der Wand zu töten. Stark gespielt von dir. Stark gespielt. Wow. Muss stolz auf dich sein. Deine Mama wäre stolz auf dich. Richtig. Die wäre richtig stolz auf dich. Was soll man dazu noch sagen? Deine Mama ist richtig stolz auf dich. Du hast es geschafft. Du hast es zu was gebracht in deinem Leben. Und sowas soll bei H1Z1 nicht gehen. Naja, kein Ding. Machen wir eine neue Runde. Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein DayZ-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!